Wenn ihr dieses Video seht, besteht eine große Chance, dass ihr in Deutschland lebt. Von daher, bevor es richtig losgeht, einen kurzen Moment bitte für die deutsche Nationalhymne. Es gibt in Deutschland für alles Gesetze, Regeln und Bestimmungen, ja, also wirklich für alles Erdenkliche. Dafür sind die Deutschen wirklich weltbekannt und berüchtigt. Und umso kurioser ist es, dass es ausgerechnet in der deutschen Justiz einen Bereich gibt, in dem es drunter und drüber geht. Im deutschen Rechtssystem gibt es die Möglichkeit, Strafverfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Das funktioniert ungefähr so. Du hast was Verbotenes gemacht. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Nein, doch, vielleicht. Gib uns Geld und du kannst gehen. Okay. Soweit so seltsam, aber um diese Praxis geht es mir gar nicht, sondern mir geht es um das Geld, was gezahlt wurde. Man könnte denken, dass es einfach in die Staatskasse fließt und fertig, aber so einfach ist es nicht immer. Wenn Strafverfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, können Richter und Staatsanwälte diese Auflage an einen gemeinnützigen Verein weiterreichen. Wer das Geld bekommt, liegt in der Hand der Richter. Das bedeutet, das Geld, mit dem Beschuldigte sich vor deutschen Gerichten freikaufen, kann zwar an den Staat gehen, aber Richter können auch entscheiden, dieses Geld zu spenden. Zum Beispiel für einen guten Zweck, für die Forschung gegen Krankheiten, für die Hilfe von Obdachlosen oder aber für ihren Lieblingsjachtclub. 2015 spendete ein Richter aus Mecklenburg-Vorpommern mehrere tausend Euro an einen Yachtclub in Mecklenburg-Vorpommern. Warum der Club Spenden braucht oder was mit dem Geld gemacht wurde, keine Ahnung, denn eine Anfrage nach der Verwendung des Geldes blieb unbeantwortet. Im selben Jahr und im selben Bundesland erhielt ein Gymnasium über 50.000 Euro für einen Konzertflügel. Warum nicht? Also kann schon sein, dass andere Schulen das Geld vielleicht auch gut hätten gebrauchen können, also Schulen, in denen die Klassenzimmer schimmeln oder wo die Toiletten nicht funktionieren, aber man kann natürlich einfach mal 50.000 für ein Klavier rausballern. Ob der Richter dort Freunde hat oder vielleicht seine Kinder dort zur Schule gehen, das werden wir leider nie erfahren, denn Prüfungen finden nicht statt. Welcher Richter an wen spendet, ist nicht bekannt. Jawohl, niemand kontrolliert, wer an wen zahlt. Und dieses System führt immer wieder zu haarsträubenden Zahlungen, die immerhin ab und zu von der Presse aufgedeckt werden. Zwei Amtsanwälte, die bei der Staatsanwaltschaft Bremen arbeiten, verteilten über 50.000 Euro an ihren eigenen Fußballverein. Münchner Richter haben mit 90.000 Euro einen Ausgrabungsverein für Ägypten gefördert, an dem sie selbst beteiligt waren. Und in Hessen flossen von einem Amtsgericht 20.000 Euro an das sogenannte Deutsche Institut für Compliance. Und in diesem Verein, vorrangig für Juristen der Unternehmen, sind einige der wertvollsten deutschen Unternehmen überhaupt Mitglieder, zum Beispiel Siemens, die Allianz, Audi, RWE und so weiter und so fort. Wozu brauchen die nun mal zusätzliche Spenden? Den Grund konnte das hessische Justizministerium auf Anfrage nicht erklären. Eine hübsche Spende für die Elite. Es geht um eine Menge Geld. Weil das gesamte Spendensystem der deutschen Gerichte so intransparent ist, ist es verdammt schwer, verlässliche Zahlen zur Gesamtsituation zu finden. Aber laut dem Recherchezentrum Korrektiv wurden zwischen 2007 und 2014 mehr als 350 Millionen Euro nicht an die Staatskasse geleitet, sondern gespendet. Und es scheint sich zu beschleunigen. Richter verteilten 2016 fast 100 Millionen Euro ohne Kontrolle. Theoretisch könnten Richter alle Geldauflagen an ihre privaten Kegelvereine geben und niemand würde es merken. Niemand weiß, wie viel Geld Richter und Staatsanwälte in Deutschland jedes Jahr wirklich verteilen und wohin das Geld geht. Theoretisch könnte ein Richter von seinen Freunden einen Verein gründen lassen, um an der Straße vor seinem eigenen Haus eine goldene Statue von sich selbst aufzustellen und diesen Verein dann mit Spenden selbst finanzieren. Solange es offiziell gemeinnützig ist, also zum Beispiel, dass man argumentiert, dass die goldene Statue das Leben der Gemeinde insgesamt aufwertet, wäre das tatsächlich rechtlich möglich. Um fair zu bleiben, das allermeiste Geld scheint tatsächlich bei wohltätigen Organisationen zu landen, die einen herausragenden Job machen. Zum Beispiel beim Kinderschutzbund, bei der Deutschen Krebshilfe oder beim Opferhilfeverein Weißer Ring. Durch diese Gelder werden viele wichtige und positive Dinge erst ermöglicht. Aber dass diese Gelder auch so leicht zweckentfremdet werden können, ist eigentlich ein Unding. Und natürlich wäre es auch vermeidbar und man könnte etwas dagegen tun. Aber in der Politik regt sich seit Jahren genau gar nichts. Und das ist genauso unnötig wie unwürdig. Gerade für ein Land wie Deutschland, das sonst so stolz auf seine festen Regeln ist. Ahnung muss sein.